Hallo zusammen. Schauen wir uns nun die Konstruktion vom Umkreis in einem spitzwinkeligen Dreieck an. Die Konstruktion des Umkreises läuft über die Streckensymmetralen. Das möchte ich euch hier nochmal extra zeigen. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, wie ihr die Streckensymmetralen konstruieren könnt. Ich zeige euch beide Möglichkeiten und ihr könnt dann eine der beiden Möglichkeiten für die Konstruktion wählen. Die erste Möglichkeit ist folgende: Streckensymmetrale, wir suchen die Seitenhalbierende, das heißt jene Gerade, die die Strecke PQ genau in der Hälfte teilt. Geht folgendermaßen: Ihr stecht mit dem Zirkel in einen Punkt ein und nehmt euch mehr als die Hälfte in den Zirkel. Ja, muss nicht so viel sein, kann ein bisschen weniger auch sein, mehr als die Hälfte geschätzt. Dann schlägst du einmal unten ab und einmal oben ab. Lässt den Zirkel unverändert, das heißt der Radius bleibt im Zirkel drinnen. Du stichst im zweiten Punkt ein, im Punkt Q in dem Fall, und schlägst einmal oben ab und einmal unten ab. Okay, jetzt kannst du den Zirkel wieder schließen, nimmst dir das Geodreieck und verbindest die beiden Punkte, die du jetzt mit dem Zirkel geschlagen hast, miteinander. Das ist die Streckensymmetrale. Du hast die Strecke PQ exakt halbiert. Hier ist der Halbierungspunkt HPQ. Erste Möglichkeit, wenn du viel Platz hast zum Konstruieren. Wenn du weniger Platz hast, und im Dreieck ist das manchmal so, speziell wenn wir dann mehrere Punkte zeichnen müssen oder sogar die Eulersche Gerade, dann haben wir im Dreieck nicht so viel Platz. Dann müssen wir die Streckensymmetrale anders konstruieren. Das zeige ich euch jetzt noch einmal. Wir nehmen uns wieder die Strecke PQ und konstruieren die Streckensymmetrale ein wenig anders. Wir beginnen gleich wie vorher. Wir stechen in P ein, nehmen mehr als die Hälfte in den Zirkel und schlagen aber jetzt nur auf einer Seite ab. In dem Fall halt nach unten, geht nach oben genauso. Lassen den Zirkel unverändert, den Radius im Zirkel, stechen im zweiten Punkt ein und schlagen ebenfalls ab. Dann haben wir nur einen Punkt konstruiert, nicht wie vorher zwei Punkte. Und jetzt können wir die Streckensymmetrale auch konstruieren. Sie steht nämlich normal auf die Seite und geht durch unseren Punkt, den wir gerade konstruiert haben, durch. Das heißt, wir müssen uns das Geodreieck so legen, dass es im rechten Winkel anliegt zur Strecke PQ. Also rechter Winkel durch unseren konstruierten Punkt und ich habe auch den Halbierungspunkt PQ ermittelt und habe dann im Dreieck drinnen, wenn ich mehr Platz im Dreieck brauche, nicht so viele Striche. Okay? Zumindest die Abschläge nicht. Für den Umkreis muss ich ja ins Dreieck hineingehen. Versuchen wir das jetzt, den Umkreis im spitzwinkeligen Dreieck zu konstruieren. Entweder mit der einen Variante oder mit der anderen Variante. Schauen wir uns beide Varianten ganz einfach an. Das heißt, wir beginnen vielleicht mit der Strecke BC. Wir wollen diese halbieren. Wir stechen ein im Punkt B, nehmen mehr als die Hälfte in den Zirkel und schlagen uns einmal hier ab und jetzt schlagen wir halt innen auch einmal ab. Machen wir es einmal so und einmal so die Konstruktion. Wir lassen den Zirkel unverändert und stechen im Punkt C ein. Schlagen hier einmal ab und schlagen hier einmal ab. Können den Zirkel schließen und verbinden beide Punkte miteinander. Streckensymmetrale richtig konstruiert. Von der ersten Strecke BC.
Das Ganze müssen wir insgesamt zweimal machen. Die dritte Streckensymmetrale wäre nur mehr die Kontrolle, ob wir richtig gezeichnet haben. Jetzt halbiere ich die Strecke BC mit der zweiten Variante. Das heißt, ich schlage nur einmal nach außen. Wir stechen im Punkt A ein, nehmen uns wieder mehr als die Hälfte in den Zirkel und schlagen einmal oben ab, stechen im Punkt C ein und schlagen auch einmal oben ab. Nicht mehr nach innen, weil da komme ich mit den Strichen schon durcheinander. Wie du jetzt hier schon siehst, wenn ich hier hereingeschlagen hätte, hätte ich schon viele Striche innerhalb des Dreiecks. Möchte ich nicht. Wir legen normal auf die Seite AC durch unseren konstruierten Punkt. Die normale auf die Seite, rechter Winkel. Und dort, wo sich beide Streckensymmetralen kreuzen, dort ist der Umkreismittelpunkt. Also hier befindet sich der Umkreismittelpunkt. Habe ich schon fertig konstruiert. Wenn ich Platz habe und wenn ich Zeit habe und wenn ich keine anderen Punkte in das Dreieck konstruieren muss, dann kann ich mit der dritten Seite noch überprüfen, ob das Ganze richtig konstruiert wurde. Das heißt, ich zeichne die Streckensymmetrale von AB auch noch einmal ein. Das heißt, wir stechen im Punkt B ein, nehmen mehr als die Hälfte in den Zirkel, schlagen nach unten ab, stechen im Eckpunkt A ein, hier, und schlagen ebenfalls nach unten ab. Okay? Dann legen wir nur eine normale auf die Seite AB durch unseren konstruierten Punkt. Müssen schauen, dass wir genau normal drauf liegen. Und wenn wir richtig und ordentlich konstruiert haben, dann sollten sich alle drei Streckensymmetralen im Umkreismittelpunkt treffen. Das ist hier bei uns der Fall, Gott sei Dank, das heißt, wir haben genau konstruiert. Ich müsste hier noch den rechten Winkel einzeichnen. Hier ist übrigens auch ein rechter Winkel für die Vollständigkeit. Aber du siehst schon hier in der Mitte stören mich an und für sich diese Abschläge. Die gehen mir im Weg um. Das heißt, von außen konstruiert und normal gezogen wäre an und für sich besser, aber beide Varianten sind möglich. Und dann schlagen wir den Umkreis noch. Das heißt, wir stechen im Umkreismittelpunkt ein und kontrollieren, ob wir alle drei Punkte des Dreiecks erwischen. Der Umkreis sollte alle drei Punkte erwischen. Geht sich natürlich schön aus, weil wir richtig und exakt konstruiert haben. Also der Eckpunkt A, der Eckpunkt C und der Eckpunkt B liegen am Umkreis. Und der Umkreis wird konstruiert mit Hilfe der Streckensymmetralen. Da gibt es noch ein eigenes Video, wenn du das auch noch mal anschauen möchtest. Oder so, wie ich es vorher gezeigt habe, mit den zwei Möglichkeiten der Konstruktion für die Streckensymmetrale. Alles klar?